Was macht eigentlich Kevin Kurani? Er war Teil von Stuttgarts jungen Wilden und verlässlicher Torschütze in besseren Schalker Zeiten. Seine Karriere in der Nationalmannschaft nahm jedoch ein unrühmliches Ende. Dem Fußball ist er auch nach seiner aktiven Zeit treu geblieben, wenn auch in anderer Funktion. Das ist seine Geschichte. Kevin Dennis Kurani Rodriguez wurde 1982 in Rio de Janeiro geboren und wuchs in Petropolis auf. Sein Vater ist Deutscher mit ungarischen Wurzeln, seine Mutter kommt aus Panama. In seiner Kindheit spielte er abwechselnd für den Serrano FC in seiner Heimatstadt und Las Promesas in Panama. Erst mit 15 ging er 1997 auf den Wunsch seines Vaters alleine nach Deutschland, um die Sprache besser zu lernen, und schloss sich der Jugend des VfB Stuttgart an. Bei den Schwaben wusste der großgewachsene und beidfüßige Kurani auf Anhieb zu überzeugen. 2001 wurde er als A-Jugendlicher von Trainer Felix Magath erstmals zu den Profis berufen. Noch im gleichen Jahr feierte er sein Bundesliga-Debüt und erzielte im Dezember gegen den 1. FC Kaiserslautern sein erstes Tor im Oberhaus. Damit rückte er auch ins Blickfeld der Landesverbände. Aufgrund seiner Herkunft besitzt er drei Staatsbürgerschaften, die deutsche, die brasilianische und die panamaische. Kurani entschied sich für Deutschland zu spielen, zunächst in der U21. Ab der Saison 2002-2003 war er Stammspieler in Stuttgart. Der Verein setzte zu dieser Zeit auf eine Mischung aus gestandenen Veteranen wie Zvonimir Soldo, Krasimir Balakov und Horst Held, sowie auf vielversprechende Talente, die unbekümmert die Liga aufmischten. Zusammen mit Spielern wie Andreas Hinkel, Alexander Chleb, Timo Hildebrand und später auch Philipp Lahm bildete Kurani die jungen Wilden, wie sie bald getauft wurden. Das Team zeigte aufregenden Offensivfußball und wurde hinter den Bayern Vizemeister. Kurani traf 15 Mal und war damit der erfolgreichste deutsche Torschütze der Saison. Im März 2003 bestritt er unter Rudi Völler sein erstes Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft und nahm später auch an der Europameisterschaft in Portugal teil. An ihren Erfolg konnten die Stuttgarter in den kommenden zwei Spielzeiten nicht ganz anknüpfen. Kurani traf aber in der Liga weiterhin zweistellig und weckte das Interesse des FC Schalke 04, damals noch ein Bundesliga-Spitzenklub. Die Ablösesumme von fast 7 Millionen Euro war damals die höchste, die je für einen Spieler des VfB Stuttgart bezahlt wurde. Kurz nach seinem Wechsel gewann er mit Schalke den Ligapokal. Es war Kuranis erster Titel seiner Profikarriere. Es sollte der einzige bleiben. In seiner ersten Saison im Ruhrgebiet traf er 10 Mal und erreichte mit den Knappen das Halbfinale des UEFA-Pokals. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klinsmann wurde er jedoch trotz guter Leistungen überraschend nicht für die heimische Weltmeisterschaft 2006 nominiert. Der Beginn einer eher unglücklichen Beziehung mit der Nationalmannschaft, die Kuranis Image nachhaltig prägen sollte. Auch auf Schalke war er nie unumstritten. Einige Fans störten sich an seinem oftmals pfauenhaften Auftreten. Zudem schwankten seine Leistungen mitunter zwischen Weltklasse und Arbeitsverweigerung. 2007 hatte Schalke mal wieder die Chance, deutscher Meister zu werden. Bis zum vorletzten Spieltag stand man an der Tabellenspitze, wurde am Ende aber noch vom VfB Stuttgart, Kuranis Ex-Club, abgefangen. In der Nationalmannschaft feierte er unter Klinsmanns Nachfolger Jogi Löw sein Comeback. Auch dank seiner Tore konnte sich die DFB-Elf für die EM 2008 qualifizieren. Bei der Endrunde in Österreich und der Schweiz kam Kurani auf 3 Einsätze, unter anderem wurde er im Finale eingewechselt, konnte die 0:1 Niederlage gegen Spanien aber auch nicht verhindern. Es war gleichzeitig sein 50. Länderspiel für Deutschland. Viele kamen nicht mehr hinzu. Am 11. Oktober 2008 spielte Deutschland in der WM-Qualifikation in Dortmund gegen Russland. Kurani stand nicht im Kader und saß nur auf der Tribüne. Frustriert verließ er noch in der Halbzeit eigenmächtig das Stadion und fuhr nach Hause. Für Löw ein absolutes No-Go. Er gab zu Protokoll, dass Kurani unter ihm nie wieder für die Nationalmannschaft auflaufen werde. Und dabei blieb es auch. Später zeigte Kurani Reue und bezeichnete seine impulsive Entscheidung als den größten Fehler seiner Karriere. Er blieb noch bis 2010 bei Schalke und wurde in seiner letzten Saison mit den Königsblauen erneut Vizemeister. Insgesamt schoss er 71 Tore für den Club und ist damit in der ewigen Schalker Bestenliste bis heute auf Rang 4. Im Sommer folgte er einem lukrativen Angebot nach Russland und wechselte zu Dynamo Moskau, wo die Saison bereits in vollem Gange war. Kurani integrierte sich schnell und kam in 16 Spielen noch auf 9 Tore. Die Dynamo-Fans wählten ihn daraufhin zum Spieler der Saison. Kurani blieb weitere 4 Jahre in Moskau und kam in der Liga auf exakt 50 Tore. 2015 kehrte der mittlerweile 33-Jährige nach Deutschland zurück und ging zur TSG Hoffenheim. Das Bundesliga-Comeback verlief allerdings enttäuschend. Er kam nur auf 14 Einsätze und traf kein einziges Mal.
Am Ende der Saison war Kurani vereinslos. Er absolvierte ein paar Probetrainings, es kam jedoch zu keiner neuen Anstellung. Im April 2017 beendete er seine Karriere. "Ich wollte weiterkicken, aber nicht um jeden Preis", sagte er später. Er wolle nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Heute ist Kevin Kurani 38 Jahre alt und Spielerberater samt eigener Agentur. Unter anderem nutzte er Matheus Cunha von RB Leipzig zur Hertha nach Berlin. Zudem war der zweifache Vater als Experte für die ARD bei der Weltmeisterschaft in Russland tätig und engagiert sich für karitative Organisationen wie Viva Con Agua. Kurani sagt über sich selbst, er habe aus wenig Talent viel gemacht. "Ich hatte eine gute Karriere", stellte er rückblickend fest. Was sagt ihr zu Kevin Kurani? Schreibt es in die Kommentare und natürlich das Video liken und den Sport1-Kanal abonnieren nicht vergessen.